Süchen. Das hab ich angemacht. Sehr gut. Hier oben wollt mal rein. Nee, dort unten. Da, der Tau frisch. Ja, okay, Kira. Ganz ehrlich, ich schalte die Kira jetzt auf Damage. Da geht das nämlich ein bisschen schneller hier alles. Da lang. So. Loot nehmen wir natürlich mit. Wir haben ja wieder kein Money. Na los. So, alle down. Nice. Wo ist denn die Konsole? Ach, das ist die hier. Das sollte diese Sicherheitsdroiden erledigen. Jo, 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 da. Eins noch. Das ist da oben. So ein Holo-Ding, okay. So, der ist auch weg. So. Dieser Passiercode öffnet die Haupttore der Botschaft. Und jetzt irgendwo da hoch. Krieg ich mal hin. Es geht ohne zu kämpfen. Ah! Ich muss da lang. Okay. Nun denn. Naja, was soll's. Hallo? Ja.
Ich bin dir ausgewichen. Deiner Kack-Frostbombe. Oh, ich hab da welche getötet. Wo ruht der sich denn aus? Bestätige neuen Identifizierungscode. Ich grüße Sie, leitende Kommandoeinheit 223. Nur ein Routine-Sicherheitscheck. Du wirst problemlos bestehen, aber ich muss den Rest der Botschaft überprüfen. Bestätigt. Sehen Sie sich ruhig in der Botschaft um. Sie werden alles in bester Ordnung vorfinden. Genau, hoffentlich. Na hoffentlich. Hallo, hörst du mal auf? Alter, dieser Fettmanns nimmt irgendwie kaum Schaden. So. Ah, der hat mich getreten. Der Bümmelklatscher hat mich einfach getreten. Wartet bitte. Ich bin Zivilist und unbewaffnet. Abgeordneter Eklund vom Kommissarischen Regierungsrat von Makeb. Ich bin der offizielle Kontaktmann für das Huttenkartell. Was immer ihr benötigt, ich sorge dafür, dass ihr es bekommt. Aber bitte, tut mir nichts. Ich arbeite mit Shalim Avesta zusammen. Er schickt mich, um Informationen zu den Plänen des Huttenkartells zu besorgen. Und er dachte, die beste Möglichkeit, das zu tun, ist ein Angriff auf ihre Botschaft? Typisch. Die Hutten kontrollieren Makeb jetzt, ob euch das gefällt oder nicht. Uns bleibt nur Kooperation, damit wir das Beste aus unserer neuen Situation machen können. Aber Shalim macht lieber Ärger. Er versteht nicht, wie übel die Hutten uns noch zusetzen könnten. Eure Gefühle machen euch blind für die Wahrheit. Die Hutten bohren bis in Makebs Kern. Sie haben den ganzen Planeten destabilisiert. Ihr seid es doch, der Gefühle zeigt. Ein paar Beben und schon soll das den Untergang des Planeten bedeuten? Und was für einen Sinn würde das ergeben? Die Hutten sind doch selbst auf dem Planeten. Wenn Makeb zerstört würde, wäre das auch ihr Ende. Geologische Werte zeigen, dass der Planet auseinanderfällt. Aber wir glauben, dass die Hutten ein Projekt Notsicherung verfolgen, um sich mit der Situation zu befassen. So wie ich Shalim kenne, wird er alles riskieren, um es zu finden. Na, dann will ich mal ein paar Leben retten und helfe, dieses Gerücht ein für alle Mal zu widerlegen. Wenn dieses Projekt Notsicherung existiert, muss es im Archiv der Botschaft verzeichnet sein. Ich verschaffe euch Zugang dazu. Aber die Hutten sind alarmiert. Sie haben bereits Verstärkung angefordert. Ihr müsst euch um sie kümmern. Ich treffe euch dann im Archivraum. Ihr tut einfach euren Teil und überlasst die Wachen mir. Ich möchte nicht, dass ihr verletzt werdet. Die Wachen werden mich nicht angreifen. Deshalb ziehe ich es vor, allein zu reisen. Ihr kümmert euch um die Verstärkung. Ich sorge dafür, dass wir ins Huttenarchiv kommen. Viel Glück. Okay. Ja.
Die Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Eklin ist durchgekommen. Fast. Ich bin gerannt, als ich den Kampf gehört habe. Lasst mich das beenden. Der Hutte, der für Markev verantwortlich ist, heißt Tobarro. Wenn das Projekt Notsicherung existiert, sollte es in seinen Kommunikationslogbüchern erwähnt werden. Ich vermute, ihr habt Tobarro getroffen. Wie schätzt ihr ihn ein? Er ist kein typischer Hutte. Schneller Profit ist ihm weniger wichtig als langfristige Ziele. Hier. Eine Holo-Aufzeichnung von einem gewissen Wedrick trägt die Kennzeichnung Projekt Notsicherung. Hören wir sie uns mal an. Na los. Seid gegrüßt, großer und ruhmreicher Tobarro. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass Projekt Notsicherung sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan liegt. Eure große Ark nähert sich der Fertigstellung. Wie diese Baupläne zeigen, wird die meisterhaft gefertigte äußere Hülle der Ark seine wertvolle Fracht vollständig vor der unangenehmen Atmosphäre von Markep schützen. Der Frachtraum fasst den gesamten Isotop 5 Bestand, während eure wenigen ausgewählten Begleiter die luxuriöse Ausstattung des Oberdecks der Ark genießen können. Mir ist Toboros privates Luxusschiff egal. Ich muss den Plan des Hutten erfahren, um zu verhindern, dass Markep auseinanderbricht. Seht euch an, wie groß das Schiff ist. Es ist die Notsicherung der Hutten. Sie fliegen in ihrer Art davon und überlassen die Bewohner von Markep ihrem Schicksal. Mächtiger Tobarro, darf ich vorschlagen, die Standardkabinen der Passagiere durch Luxussuiten zu ersetzen, die einem Hutten eurer Statur eher gerecht werden? Ich kann sie problemlos hinzufügen, bevor die Ark fertiggestellt ist. Die Holo ist noch nicht alt. Wedrick baut immer noch an der Ark. Das bedeutet, dass wir noch Zeit haben, sie für uns zu stehlen und den Planeten zu evakuieren. Den Plänen zufolge haben wir Platz für die gesamte Bevölkerung, wenn wir den Frachtraum umbauen, um Passagiere aufzunehmen. Es gibt nicht viele Orte, an denen die Hutten so ein großes Projekt verstecken könnten. Wir müssen das Schiff finden. Vielleicht gibt es eine weitere Holo, in der Wedrick erwähnt, wo sich die Baustelle befindet. Auf den ersten Blick nicht. Aber wenn ich tief genug grabe, finde ich sicher etwas heraus. Ich durchforste das Archiv und schicke Shalim alles, was ich finden kann. Unter diesen Umständen ist es wohl nicht sicher, hier zu bleiben. In der Nähe befindet sich eine Fährenrampe. Wenn ihr die Wachen ausschaltet und die Fähren entriegelt, könnten wir alle sicher fortfliegen. Na dann, mach mal. Das krieg ich mal hin. Da lang? Da lang! Alter, hörst du mal auf. Na doch, der. Das war geplant. Der war böse. Der war vollends böse. Yeah.
Da gab es Loot. Ja, der tut mir gut. Sag mal, habe ich gar keine Schuhe an? Doch, habe ich. Beherrschung geht ein bisschen flöten, Ausdauer auch. Dafür kriege ich Angriffskraft. Ja, komm, wir tauschen aus. So, die gleichen, oder? Arigüt. Nö, eigentlich nicht, aber egal. Süßchen, Popüchen. Wo ist Irina? Ja. Ich wollte sie doch zurückbringen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Ich habe sie gefunden. Es tut mir leid. Ich konnte nichts mehr für sie tun. Oh, ich verstehe. Wo kann ich einen Blaster bekommen? Vielleicht solltet ihr jetzt besser keine Waffe tragen. Damit will ich nicht. Ich will jeden Regulator in Talaos City töten. Brauche ich nicht. Und danach ihre Hüttenmeister. Okay. Erstes Versorgungszelt rechts. Ich kann euch zeigen, wie man ihn abfeuert. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ihr lebt. Dann gehe ich mal davon aus, dass mein Rat funktioniert hat. Shalim hat mir gesagt, dass ich euch gleich durchstellen soll. Wir analysieren gerade die Pläne von Projekt Notsicherung, die Abgeordneter Eklin uns geschickt hat. Sie sind abscheulich. Turboro der Hutte ist der Drahtzieher hinter dem größten Verbrechen, das die Galaxis je gesehen hat. Sie werden mit Vedrix Ark von Makeb fliehen und uns alle sterben lassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Ark verlässt diesen Planeten nur mit uns am Steuer und Makeps Bewohnern sicher an Bord. Wenn es in der Galaxis einen Funken Gerechtigkeit gibt, sehen wir Toboros Gesicht, wenn wir in seinem Raumschiff davonfliegen. Ich habe die Karte von der Baustelle der Ark mit topografischen Daten abgeglichen. Die Ark wird in einer geheimen Anlage innerhalb des Riesensperrs gebaut. Das ist eine große Touristenfalle. Ein Tafelberg, der innen hohl ist. Zu gefährlich zur Besiedlung, aber ideal, um darin den Bau eines Raumschiffs zu verbergen. Bei all diesen Beben können wir uns glücklich schätzen, wenn nicht alles einstürzt und die Ark begräbt. Noch ein Grund, möglichst schnell vorzugehen. Kontaktiert mich, wenn ihr beim Riesenspeer seid. Ich helfe euch, den Angriff zu planen. Das wird kein einfacher Kampf. Schaut mich nicht an. Ich muss eine Stadt evakuieren. Viel Glück. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Oh, natürlich kann ich ja nicht gleiten. Philosoph, wir sind beim Riesenspeer. Was habt ihr für uns? Wir haben Suchdruiden losgeschickt, um den Bereich vor euch zu scannen. Ihre Ergebnisse sind kein Grund zur Freude. Regulator-Trupps patrouillieren dort. Einige von Vizekommandant Grevins besten Leuten. Unterstützt von den Elite-Leutnants des Huttenkartells. Alle ausgerüstet mit militärischer Hardware. Besteht die Chance, dass Grevin diese Streitkräfte anführt? Ich würde zu gerne nochmal mit ihm plaudern. Sieht nicht so aus. Zu schade. Dieser Huttensohn verdient es, zusammen mit den anderen Verrätern geröstet zu werden. Die Baustelle der Ark liegt hinter einer dreifach versiegelten Durastahl-Panzertür. Man benötigt drei verschiedene Schlüsselkarten, um sie zu öffnen.
Nur Mitarbeiter des Huttenkartells besitzen welche. Ha, es scheint, als würden die Hutten den Regulatoren nicht ganz vertrauen. Ihr müsst die Elite-Leutnants des Kartells finden und ihnen ihre Schlüsselkarten wegnehmen. Danke für die Informationen und Tipps. Wir kontaktieren euch, sobald wir diese Panzertür geöffnet haben. Ich durchsuche die Akten weiter. Vielleicht finde ich noch etwas. Viel Glück. Krieg mal schon hin, ne? Ja, mein kleiner Scarabeo. Ich muss hier nicht rumknurren. Da lang. Doch, ich müsste da eigentlich hin. Ach komm. Alter, diese nächste Errungenschaft schon. Wie viel habe ich denn jetzt schon hier gemacht? Drei, vier? Ich muss bestimmt zu dem. Sag ich ja. Nee, zu dem da muss ich. Ach, ich muss drei so ne Dinger. Ach so, na dann. Ja, warum Sicherheitswache, Sicherheitswache, Sicherheitswache. Leutnant. So. Da lang.
Wie viel Geld habe ich? 126.000. Reicht nicht. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch viel, viel mehr. Mist. Schnell down. Ilosov, wir sind durch die Panzertür. Gut, versiegelt sie hinter euch. In der Nähe muss es eine Kontrollkonsole geben. Stört die Sicherheitscodes, dann können euch keine Verstärkungen folgen. Die Pläne für die Ark-Baustelle sind ein Wirrwarr. Keine Ahnung, was die Symbole bedeuten. Tut, was auch immer nötig ist, um die Ark zu schützen. Viel Glück. Hi, hi. Hi. Nächste Tür. Wahnsinn. Meine Männer arbeiten rund um die Uhr und trotzdem fallen wir zurück. Arbeitet schneller. Daran liegt es nicht. Wir wissen doch beide, dass Vedrick ein krummer Hund ist. Wenn das so weitergeht, wird die Ark niemals fertig. Ihr habt eine große Klappe, Tiero. Vielleicht sollte ich sie für euch schließen. Legt diesen Blaster weg, oder das Gewissen dieses Mannes wird die geringste eurer Sorgen sein. Wartet. Ihr seid der Grund für Toboros miese Laune. Ich brauche hier Hilfe. Tod ist ja ein Vermögen wert. So schnell stirbt niemand. Was wird dieses Ding wohl angetrieben? Lebendigen Jedi? Republik, wie? Keine Ahnung, was ihr auf Marquette wollt, aber danke. Diese Kartellidioten lassen ja nicht mit sich reden. Ich versuche Hilfe zu rufen und dafür halten sie mir einen Blaster unter die Nase. Die Hutten lassen uns schuften, bis wir umfallen. Sie behandeln uns wie Sklaven. Nein, Tiere! Wir sind hier, um die Ark für die Einwohner von Marquette einzunehmen. Sobald sie gesichert ist, seid ihr und eure Männer frei. Wir arbeiten 18 Stunden am Tag, ohne Pausen und dürfen nicht nach Hause. Es geschieht alles auf Vedricks Befehl hin. Meine Männer schuften sich den Rücken krumm, um seine Ark zu bauen. Und er stiehlt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Dank Vedrick liegen wir mit der Ark Wochen hinter dem Zeitplan. Meine Crew kann das Schiff nicht fertig bauen, solange dieser schleimige Devaronianer alle Teile verkauft. Zuerst bestehlen die Hutten Marquette und jetzt werden die Hutten von ihrem Geschäftspartner bestohlen.
Ihre Gier wird sie beide ruinieren. Ich würde zu gerne sehen, wie die Hutten Wedrig auf frischer Tat ertappen, aber ich setze lieber auf euch. Ich sage meinen Leuten, dass sie vorsichtig sein sollen. Weist Wedrig in seine Schranken und wir werden euch helfen, so gut wir können. Ja. Würde ich das überleben? Hattest du den Kampf gegen Revan eigentlich das beim First Try gemacht, also beim allerersten Mal geschafft? Na klar, na klar. Ja, ich nicht. Also, so klar ist das nicht. Die beste Aknord-Ingenieurin in 4 Sektoren arbeitet für mich. Sie ist ein Genie beim Elektroklempnern. Ihr werdet den stilvollsten Erfrischer auf Coruscant haben, Boss. Ich kann mich nur nicht entscheiden, was ich für meine Schalldusche verwende. Velushianische Glitzersteine sehen so elegant aus, aber ich liebe Rylotianische Onyx-Kacheln. Ihr müsst Wedrig sein. Und das ist Projekt Notsicherung. Es gab eine Planänderung. Ihr arbeitet nicht länger für die Hutten. Ihr seid dieser republikanische Held, wegen dem Toboro auf der Holo-Nachricht rumgeschrien hat. Das Kartell ist besorgt genug, um das Doppelte zu zahlen, wenn die Ark vor dem Zeitplan fertig wird. Zusätzlich zu dem, was es für euren Kopf gibt. Und der ist schon down. Niemand soll sagen, ich wäre angesichts meiner Niederlage nicht großzügig. Ihr könnt dieses erstaunliche Raumschiff haben. Ich gewähre euch 20% Rabatt. Oh. 30%? Ich glaube, ihr versteht den Ernst eurer Lage nicht. Ernst? Der war gut. Ich gebe zu, es ist noch etwas Arbeit nötig, aber das Schiff ist beinahe flugbereit. Außerdem gibt es jede Menge Möglichkeiten für Anpassungen. Lasst mich leben. Und dieses Baby kann im Handumdrehen die Atmosphäre verlassen. Ihr werdet kein besseres Angebot finden, glaubt mir. Glaubt nicht, dass ich euch vertraue. Aber ihr könnt für unsere Leute arbeiten. Hallo, Wedrig. Es wird Zeit, dass ihr euch eure Bezahlung verdient. Ich freue mich darauf. Könnt ihr vorher noch etwas Kolto erübrigen? Ich hatte schon seit Wochen keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Hier Vorarbeiter Tiero und die republikanischen Streitkräfte melden uns aus dem Riesenspeer. Hört mich jemand? Klar und deutlich, Tiero. Wir haben die republikanischen Streitkräfte geschickt. Wie ist der Status der Ark? Wurde sie gesichert? Schlechte Neuigkeiten, Ilosov. Wedrig hat die Hutten betrogen. Die Ark ist noch lange nicht fertig. Diese idiotischen Hutten können sich nicht mal selbst retten. Einen Moment. Vorarbeiter, hier ist Shalim Avesta. Makeps Kern reißt auseinander und wir können es nicht aufhalten. Die Ark ist die einzige Chance für unsere Leute zu entkommen. Wenn ich euch jeden verfügbaren Mann schicke und für eure Sicherheit garantiere, könnt ihr dann die Ark rechtzeitig fertigstellen und unsere Welt evakuieren? Ich werde es verdammt nochmal versuchen. Die Hutten planen sicher einen Gegenangriff. Wir bereiten Maßnahmen vor, aber das besprechen wir hier. Beeilt euch! Wir haben die Panzertür versiegelt, um die Verstärkungen der Hutten fernzuhalten. Aber es muss einen anderen Weg hinaus geben. Wedrig hatte eine eigene Fährenrampe in der Nähe. Ihr könnt seinen Transporter benutzen, während wir uns wieder an die Arbeit machen. Na dann.
okay, hier bin ich. Oh, okay. Alles noch Crap. Wir können euch gar nicht genug für die Sicherung der Ark danken, Jedi. Ihr habt unseren sicheren Tod in eine Chance aufs Überleben verwandelt. Die Hutten werden die Ark nicht kampflos hergeben und sie verfügen über eine Armee. Die Kämpfe haben gerade erst begonnen. Ihr habt vollkommen recht. Mehr als ihr glaubt. Wir haben Prioritätssignale vom Kartell abgefangen. Jeder Regulator in dieser Hemisphäre wurde angewiesen, die Ark um jeden Preis zurückzuerobern. Ilosov organisiert eine Verteidigungseinheit. Jeder, der zu kämpfen bereit ist, erhält einen Blaster und eine freie Fahrt zum Bauplatz der Ark. Na los! Wir brauchen eure Fähre, Navigator. Na los! Shalim, kontaktiert eure Verbündeten. Wir brauchen sämtliche Hilfe, die wir kriegen können. Schon erledigt. Der drohende Untergang ist ein vorzüglicher Motivator. Meine Leute suchen nach Regulatoraktivitäten und melden, was immer sie auch finden. Wir haben ein großes Sammelgebiet identifiziert. Die Finger. Einst ein großer Tafelberg, bis ein Beben das Gebiet neu gestaltet hat. Jetzt wird es von einer Reihe verbundener Energiefelder zusammengehalten, den Lichtbrücken. Die Regulatoren haben dort schwere Artillerie und Waffenlager errichtet. Wenn sich die Söldner neu bewaffnen, werden sie uns überrennen. Ohne ihre stärksten Waffen sind die Regulatoren nicht halb so gefährlich. Vielleicht geben sie sogar auf. Wir werden ihnen auf jeden Fall etwas zum Nachdenken geben. Wir wissen, dass die Armee der Regulatoren auch über Kriegsdroiden und eine Kampfplattform verfügt. Wir sind immer noch auf der Suche danach. Übersetzt heißt das, er findet eine Menge Wege, um euer Leben zu riskieren. Schön, dass ich immer einen Grund haben werde, um zurückzukommen. Das Spiel mit dem Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Sobald ihr die Artillerie und die Waffenlager in den Fingern vernichtet habt, kontaktiert mich. Hey, komm dann schon. Sollte ich weitere Ziele haben. Viel Glück. Was? Gott! Jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Ich muss da lang. Die Brücke geht jetzt aus. So. Als erstes da. Oh. Ich muss hier kämpfen. So, Kira, du machst das. Ich zerstöre die Waffe. Böchen. Leckst du mich am Zipperli? Oh!
Süßchen und Süßchen. Oh, ey. Oh, oh, oh. Was du dich so anstellst, ist doch voll easy gewesen. Man hat selber nicht mal Leben verloren, weil alle um ihn herum ihn heilen tun. Ich bin dreimal gestorben. Was? Also so einfach war das jetzt nicht gerade. Sie aufhalten, bis sie größere Waffen finden. Dreimal gestorben. Dabei verliert man dort einfach gar kein Leben. Shalim, die Waffenlager der Regulatoren sind alle zerstört. Ausgezeichnet. Hoffentlich seid ihr bereit für mehr. Wir haben eine Armee von Kriegsdroiden entdeckt, die sich auf einen Angriff vorbereiten. Wenn diese Kriegsdroiden es über diese Brücke schaffen, werden sie jeden in ihrem Weg umbringen, inklusive uns. Wenn die Hutten eine Lichtbrücke errichten können, können wir sie niederreißen. Ich hatte etwas Destruktiveres im Sinn. Die Kriegsdroiden halten im Moment ihre Position. Aber ihr könntet sie rauslocken, indem ihr von den Kommunikationstürmen der Söldner aus falsche Befehle sendet. Wenn die Droiden die Hälfte der Brücke überquert haben, könnt ihr sie deaktivieren und die ganze Armee in die Tiefe stürzen lassen. Diese Droiden werden den Rest dieser Schlacht 7 Kilometer weiter unten verbringen. So schnell wie dieser Planet zusammenbricht, bleibt ihnen nicht mal genug Zeit zum Rosten. Hackt euch in die Kommtürme der Söldner, übermittelt die falschen Marschbefehle und deaktiviert die Lichtbrücke zum richtigen Zeitpunkt. Viel Glück. Nun denn, ich muss... Wo muss ich denn hin? Ich muss da lang und dann dem fetten Weg folgen. Und zwar in die Richtung. Jo. Ja, lass mich mal bitte in Ruhe. Ich bin nicht zum Spielen hier. Gestrichelt dann rechts rum. Ich muss doch wissen, wo ich lang fahren muss. Ich stell mir aber gerade vor, wie du jemanden erklären möchtest. Ja, nimm die nächste gestrichelte rechts und dann rechts rum. Ich war das nicht. Wo denn jetzt hin?
Auf zum dunklen Pfad. Hier rum. Geradeaus. Ne, da hoch. Au. Ich hoffe, ich fahre richtig. Nein. Ja. Scheiße. Komm ich da runter, ohne zu sterben? Ich komm da runter, ohne zu sterben. Ich muss da lang. Hi. Hi, hi, hi. Nein. Au, hör auf. Alter! Witze! Ich bin tot. Hä? WTF? Alter, drei Kugeln und ich war down. Wie geht denn das? Was? Wie komm ich denn da hin? Da hinten komme ich nicht lang. Was ist denn das? Okay. Oh, man kann ja nicht ranzoomen. Ja, muss ich nochmal da hinfahren? Geht ja nicht anders. Ja, moin moin 937 und ja, das haben sie tatsächlich. So, dunkler. Mit drei Schüssen haben sie dann gut getroffen. Dunkler Pfad und dann gestrichelten wieder. Okay. Au. So, und hier müsste es jetzt weitergehen. Hi, tschüss. Hi, tschüss. Ah, ich bin einfach am falschen Weg gefahren. Ihr habt mich nicht gesehen. Hm, haben sie wirklich nicht geil. Alter, hört ihr mal auf mich zu schießen, ne? Ich will gleich schon wieder down. Och. Ich will gar nicht wissen, wo du bist. Dass die dich immer so schnell killen. Kima. Heilung. Was? Heil mich. Ja, was soll ich sonst machen? Ich muss dahin. Sag mal, jetzt hat er den nicht mal anvisiert. So. So. Hm?
Wieso schweben die in der Luft? Seit 7.0 gibt es ein neues Scoring. Jetzt sind die Planeten wieder einigermaßen wieder wie früher. Da muss man dann auch mal wieder mit. Die Kriegsdroidenarmee ist erledigt. Die Regulatoren werden es sich gründlich überlegen, bevor sie nochmal diese Brücke betreten. Ich kenne den Stückpreis dieser Kriegsdroiden. Die Droiden und die Waffen, die ihr zerstört habt, haben die Regulatoren über 300 Millionen Credits gekostet. Ich weiß nicht, wie es früher war. Also, ich hab. Oh Gott, auf Sith-Seiten vor anderthalb Jahren gespielt, wenn nicht sogar schon vor 2 Jahren. Und ja, gut, vor 2 Jahren. Ich bin noch nicht so lange dabei. Also, ich weiß nicht, wie es wirklich früher war. Sie müssen lernen, dass es immer ein schlechtes Geschäft ist, sich mit den Hutten einzulassen. Machen wir Ihnen das unmissverständlich klar. Wir haben endlich die Hauptbasis der Söldner gefunden. Eine schwebende Kampfplattform, genannt Storm Carrier. Vizekommandant Grilvin, der Anführer der Söldner, sammelt dort Truppen. Grilvins Truppen dürfen auf keinen Fall die Ark erreichen. Es gibt nur eine Möglichkeit, um die Storm Carrier aufzuhalten. Wir müssen ihre Energiereaktoren überladen, bis sie schmelzen. Wenn wir die Storm Carrier und ihren Kommandanten ausschalten, werden die verbleibenden Regulatoren ihren Angriff abbrechen müssen. Schlagt so hart zu, dass sogar ihre huttischen Meister es spüren. Ich sende euch die Koordinaten der Storm Carrier. Unsere Scouts haben eine Regulatorfähre in eurer Nähe ausgemacht. Ihr könnt damit direkt zur Storm Carrier fliegen und den Feind überraschen. Alles hängt davon ab. Möge uns das Glück hold sein. Möge es. Ich möchte jetzt nicht hoffen, dass der hier nochmal respawnt. Ich soll dahin. Hä? Kira? Okay. So, hier ist ein gutes Versteck. Nein, es ist nicht. Ach, hör doch auf. Jemand denn noch? Exoschwein, okay. So. Gut. Ich mache eine kurze Pause.